Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben das nächste Weekly Reading. Wir haben heute aber auch schon Dienstag, wir haben auch schon relativ spät. Nämlich jetzt kurz nach 16 Uhr und ich wollte euch endlich mal ein kleines Leseupdate geben. Denn ich kann euch ein kleines bisschen was zu erzählen. Ich erzähle euch zu allen drei Büchern, die ich lese bzw. höre etwas, damit ihr da auf dem neuesten Stand seid und wisst, was ich aktuell lese und höre eben und wie weit ich dort bin. Ich fange mit dem Buch an, was ich aktuell lese, und zwar aktiv und was ich heute laut eigentlichen Berechnungen von 50 Seiten pro Tag heute beenden sollte. Es ist übrigens die Saphir-Tür. Diejenigen, die meine letzten Weekly Readings wissen, weil sie wissen, schauen, wissen, dass ich das aktuell lese und auch schon ein bisschen länger dran lese. Ich habe auch wirklich nur noch das bisschen hier zu lesen. Das sind 120 Seiten in etwa noch, also sollte auf jeden Fall heute machbar sein, möchte ich heute auch gerne noch beenden. Ich weiß nicht genau, wie gut mir das gelingen wird. Ich werde jetzt gleich wahrscheinlich nochmal ein Kapitel lesen. Dann komme ich schon wieder ein bisschen voran und in der Werbepause heute Abend ein bisschen lesen, weil ich die Hülle der Löwen immer dienstags gucke. Ja, aber ich habe den ganzen Tag halt eben was anderes gemacht und komme tagsüber einfach nicht so zum Lesen. Ist bei anderen vielleicht anders, aber bei mir funktioniert das einfach nicht so gut. Ja, ich bin auf Seite 371 und ich finde es jetzt zum Ende hin super spannend. Ich weiß immer noch nicht so genau, wohin mich dieses Buch führen wird und was darin letztendlich passieren wird. Wundert euch übrigens nicht, wenn ich hier ein bisschen rot bin. Ich habe Schnupfen und das ist jetzt einfach rot. Ja, wo mich das Buch hinführen wird, es tauchen immer wieder neue Dinge auf, spannende Dinge, die mir unglaublich gut gefallen. Deswegen bin ich sehr gespannt auf das Buch und freue mich auf die weitere Reise noch, beziehungsweise auf die 120 Seiten, die folgen werden noch. Ich glaube auch, dass es ein Einzelband wird. Ich finde, es sollte viel häufiger Einzelbände geben, da man einfach dann schneller eine Geschichte abschließt und nicht so viele Geschichten angefangen hat, zumindest wenn man von den Neuerscheinungen ausgeht. Von Reihen, wo die ganzen Bücher schon erschienen sind, kann man Reihen ja doch schon ganz schnell und hintereinander vor allem lesen und kommt nicht aus der Geschichte raus. Aber ich mag Einzelbände zwischendurch auch unglaublich gerne. Und ich glaube, das ist eben einer. Lang genug zu dem Buch gequatscht. Dann kommen wir zu dem Buch, was ich eben so nebenher eher lese. Das kann ich euch jetzt hier nicht so zeigen, weil ich es auf meinem Handy aktuell lese. Und zwar ist das Prinzessin Undercover, das Geheimnis von Connie Klin. Das lese ich auf meinem Handy. Das ist ein E-Book, ist auch ein Rezensionsexemplar wie die Saphir-Tür eben. Da bin ich aktuell bei 23%, aber auch mitten in einem Kapitel drin. Da lese ich jetzt nicht so aktiv, da lese ich immer mal wieder ein bisschen drin, wenn ich gerade mein Buch nicht dabei habe, aber trotzdem was lesen möchte, wenn ich irgendwie irgendwo warte oder mal Bahn fahre oder bei meinem Freund bin und der noch schläft, dann packe ich halt nicht mein Buch raus, weil ich es ins Licht bräuchte, sondern lese dann eben auf meinem Handy das Buch. Da ist jetzt aber auch noch nicht so arg viel passiert, ist aber super spannend und super interessant. Ich bin sehr gespannt, was unsere Protagonistin dann noch erleben wird. Und dann gibt es noch ein Buch, was ich höre. Und zwar ist das, wenn du stirbst, sie dein ganzes Leben an dir vorbei sagen. Sie von Lauren Oliver. Da bin ich jetzt ein ganzes Stück weitergekommen jetzt am Montag, weil ich gesaugt habe und gewischt habe. Und zwar bin ich auf Seite 244, 245, also auch schon über die Hälfte, wie ihr seht. Das habe ich schon alles gehört und das muss ich noch hören. Ich tue mir ein bisschen schwer mit dem Buch, muss ich sagen. Es gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich finde die Idee an sich auch echt spannend. Aber irgendwie komme ich da nicht so... Also für zum Hören ist es ganz nett, aber ich glaube zum Lesen wäre es mir zu langweilig. Auch wenn das Buch irgendwie zum Nachdenken anregt. Ich möchte auch nicht zu viel sagen. Das mache ich dann immer in der Rezension auf dem Blog, wo ich dann auch spoilern werde ab einem bestimmten Punkt, was ich aber auch dazu schreiben werde. Also es gefällt mir gut. Regt auf jeden Fall zum Nachdenken an. Ich bin gespannt, was ich noch erfahren werde und wann ich das Buch endlich beenden werde, weil ich ja auch schon eine ganze Weile daran höre. Jetzt über 2 Wochen auf jeden Fall schon. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ich möchte das Buch auf jeden Fall nächste Woche beenden. Sollte mir eigentlich auch gelingen, wenn ich zwischendurch nochmal sauge und nochmal Sims spiele und dann sollte das Buch auch beendet sein, denke ich mal. Ja, das sind so die aktuellen Bücher, die ich lese bzw. auch höre und dabei möchte ich es jetzt erstmal belassen. Ich schiebe mir jetzt mein Essen in den Backofen, weil ich habe heute nur gefrühstückt und zwischendrin mal ein bisschen Schokolade gegessen, aber sonst noch nichts. Und jetzt gibt es Focaccia zum Aufbacken. Genau, das mache ich jetzt in den Ofen, dann werde ich essen und dann
schauen wir einfach mal weiter, was noch so geschieht heute. Bevor es komplett dunkel wird, was heißt bevor es komplett dunkel wird, es dauert noch ein bisschen, bis es komplett dunkel ist, aber es zieht sich so ein bisschen zu und es könnte sein, dass es heute noch regnet, wobei ich das eher nicht glaube, aber die Wolken sind sehr, sehr dunkel, sodass es draußen und hier drinnen in meinem Zimmer auch schon sehr, sehr dunkel ist. Bevor ich aber, das Bild nicht mehr schön aussieht, wollte ich jetzt ganz kurz euch mein Leseupdate geben. Ich habe heute Morgen schon mein Video gedreht. Das ist auch gerade eben online gekommen. Ein bisschen verspätet. Wir haben nämlich jetzt schon 3:50 und normalerweise kommen meine Videos immer um 13:30 online. Ihr könnt mir ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wann hier die Videos schaut oder wann ihr die Videos schaut, dann kann ich mich nämlich nach euch richten, wann ihr am meisten Videos schaut und die dann online stellen, weil mir bringt das ja nichts, wenn ich die Videos online stelle und ihr dann irgendwie erst 4 Stunden später die Videos guckt oder sowas. Das würde mich auf jeden Fall mal sehr interessieren. Schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare, weil wenn ihr sagt, ihr guckt eher so um 18 Uhr Videos, dann würde ich erst um 18 Uhr die Videos online stellen. Deswegen schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Aber jetzt ganz kurz zum Leseupdate. Ach, was ich noch sagen wollte. Das Video behandelt meine Currently Readings. Also auch unter anderem die 2 Bücher, die ich aktuell lese und höre. Und ich habe euch da ein Update meiner Leseliste gegeben, weil ich ja Oktober- und November-Leseliste in einem Video gepackt habe, beziehungsweise eine große Liste hatte für die 2 Monate zusammen. Und ich wollte euch einfach, oder habe euch in dem Video einfach noch gezeigt, welche Bücher ich jetzt aus dieser Liste noch nicht gelesen habe und somit mit in den November kommen. Mir ist aufgefallen, das sind alles sehr, sehr dicke Bücher. Ich habe noch ein Buch ausgeliehen, das läuft in 7 oder 8 Tagen ab. Das muss ich auch noch dazwischen schieben. Ich weiß also noch nicht genau, was ich lesen werde. Ich werde mich eher auf Rezensionsexemplare und Reihenbeendigungen konzentrieren. Das sind aber von den 5 Büchern, die ich euch noch auf meiner Leseliste gezeigt habe, 3 Stück. Wenn ich mich recht entsinne, ja, es müssen 3 Bücher sein. Das sind auch alles 3 dicke Bücher. Deswegen mal schauen, wie das alles so hinhaut. Jetzt aber zum Leseupdate, bevor ich noch viel mehr drumherum quatsche. Wir fangen mit dem Hörbuch an. Wenn du stirbst, zieht dein ganzes Leben an dir vorbei, sagen sie. Dieser Titel ist ein Zungenbrecher. Ich bin ein bisschen weiter gekommen. Ich bin auf Seite 297, aber immer noch nicht so arg weit. Also, ja doch, schon sehr weit. Ich weiß gar nicht, wir sind, glaube ich, beim 5. Tag inzwischen. Ich mag das Buch immer noch sehr, sehr gerne. Ich finde es jetzt nicht überragend gut, aber es regt auf jeden Fall zum Nachdenken an. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich denke, da werde ich heute Abend noch ein bisschen weiterhören, wenn ich so eine Stunde lang oder so Sims spiele. Ich habe noch 2 Stunden, weiß ich nicht, 35 oder sowas in etwa. Also das sollte ich auf jeden Fall die Woche noch schaffen, hoffe ich zumindest. Wenn nicht allerspätestens nächste Woche, werde ich das Buch dann beenden. Zu dem E-Book sage ich nichts, weil ich da immer noch bei 23% bin und auch noch nicht weitergelesen habe. Deswegen kann ich dazu noch gar nicht so viel sagen. Das werde ich mir dann sehr wahrscheinlich entweder, wenn ich alle Bücher meiner Leseliste gelesen habe, zumindest von den Büchern, die ich wollte, weil ich lasse sehr wahrscheinlich 2 Bücher auf jeden Fall weg und konzentriere mich dann auch noch auf die Rezensionsexemplare, weil ich die ja bis Ende des Jahres eigentlich alle gelesen haben möchte, damit ich frisch und neu ins nächste Jahr starten kann und dann nur noch Bücher anfrage, die ich dann auch wirklich direkt, nachdem sie angekommen sind, gelesen habe, beziehungsweise wenn ich das Buch davor beendet habe oder wenn da mal noch ein Buch dazwischen ist, finde ich das auch nicht so schlimm. Aber dass ich sie sehr zeitnah nach Ankommen bei mir gelesen habe, nicht so wie jetzt, wo ich einfach unglaublich viele Bücher habe. Ich weiß nicht, wie das so passieren konnte, warum ich das so gemacht habe. Und seht ihr bestimmt diesen Fleck hier, das ist ein Stich. Ich weiß nicht. Das möchte ich auf jeden Fall für nächstes Jahr ändern. Aber wir machen weiter mit dieser 4-Tür. Da bin ich
fast fertig. Also ihr seht es wahrscheinlich noch nicht mehr richtig. Das Stückchen hier habe ich noch zum Lesen. Ich bin jetzt auf Seite 455. Ich habe schon mal weitergelesen. Ich bin jetzt mitten im Kapitel drin. Ich habe auch nur noch jetzt das angefangene Kapitel, dann ein komplettes Kapitel noch und den Epilog. Und dann bin ich da auch durch. Also noch knapp 40 Seiten. Das werde ich heute auf jeden Fall schaffen. Das wollte ich ja auch schon eigentlich am Dienstag beendet haben. Hat nicht ganz funktioniert, aber heute werde ich es auf jeden Fall beenden. Und ich denke, das sollte auch auf jeden Fall klappen. Es ist auf jeden Fall ein gutes Buch. Es macht Spaß, das zu lesen. Es ist mal was anderes. Aber ich möchte gar nicht so viel vorab erzählen, weil ich auch einiges in meiner Rezension dazu erzählen oder schreiben werde und auch noch in meinem Lesemonat darauf eingehen werde. Ist übrigens ein Rezensionsexemplar für diejenigen, die es interessiert. Genauso wie Prinzessin Undercover, das ist das E-Book, was ich lese, ist auch ein Rezensionsexemplar. Ja, und ich finde das Cover unglaublich schön. Ich mag es sehr, sehr gerne. Auch von hinten sieht es sehr, sehr schön aus. Ich mag es wirklich sehr gerne und es hat mich positiv überrascht. So viel kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Ich habe bei einer anderen Buchbloggerin, das habe ich auch im Video schon erzählt, gesehen, dass dieses Buch vielen nicht gefallen hat. Ihr hat es gefallen. Sie war positiv überrascht. Sie hatte auch ein paar Kritikpunkte daran. Aber im Großen und Ganzen fand ich es wirklich gut und mir geht es genauso. Ich finde es auch gut. Es gibt einige Kritikpunkte, die ich daran habe. Aber es konnte mich auf jeden Fall positiv überraschen und ich wusste, beziehungsweise ich weiß immer noch nicht so genau, wie das Ende sein wird. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ob Isla das schafft, was sie schaffen möchte. Oder Isla. Keine Ahnung. Und jetzt habe ich schon viel zu lange gequatscht. Mal schauen, ich gucke gleich mal, was mein Video macht. Aber morgen würde ich dann zum Frühstück welche machen. Ja, dann nehme ich euch dann bestimmt wieder mit. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall irgendwann die Woche nochmal. Und dann gebe ich euch ein kleines Update. Sehr wahrscheinlich morgen ein kleines Update zu dem Buch hier. Genau. Hallo ihr Lieben, ich melde mich heute auch mal wieder, denn ich habe ja gestern gesagt, ich melde mich, wenn ich das Buch fertig gelesen habe. Und tatsächlich habe ich dieser Viertür gestern fertig gelesen. Ja, ist ein gutes Buch, es konnte mich auf jeden Fall überraschen. Ich glaube, gestern habe ich eigentlich auch schon genug zu dem Buch gesagt, sodass ich gar nicht mehr so viel sagen möchte dazu. Es hat jetzt von mir 4 Sterne bekommen, weil ich es wirklich gut fand. Ja, ich muss mir da noch mal ein paar Gedanken drüber machen, aber ich fand es konnte mich auf jeden Fall sehr, sehr überraschen und ich mochte es sehr gerne. Ich wiederhole mich jetzt noch, deswegen will ich gar nicht mehr so viel dazu sagen. Ja, deswegen machen wir einfach weiter mit dem hier, weil da bin ich euch auch weitergekommen. Ich habe heute Morgen nämlich schon Waffeln gebacken und habe währenddessen eben das Hörbuch gehört. Und bin jetzt auf Seite 368. Ja, also auch nicht mehr so arg viel. Das werde ich auch demnächst fertig lesen. 1:15 oder so in etwa habe ich noch zum Hören. Und dann habe ich auch das Buch fertig gehört. Und ich hatte, glaube ich, schon mal angesprochen, dass ich ein Buch ausgeliehen habe bei der Bibliothek, was ich jetzt als nächstes lesen möchte, weil ich es nur noch ein paar Tage habe. Ich habe es jetzt nur noch 6 Tage und zwar ist es True North. Jetzt kann ich nicht nachgucken, weil ich auf dem Handy habe. Auf jeden Fall der 3. Band der True North Trilogie. Da werden aber noch weitere Bände erscheinen in einem anderen Farbschema, so weiß-rosa oder sowas, glaube ich. Ja, da bin ich jetzt auf Seite 14 von 319 oder sowas, also noch nicht so weit. Ich habe nur das erste Kapitel gelesen. Ja, aber ich wollte schon mal reinlesen und das werde ich jetzt die nächsten Tage lesen und dann mal schauen. Ich denke, dann werde ich weitermachen mit dem Thriller von Dan Choan, weil das eben noch ein Rezensionsexemplar ist und ich mich ja, entschuldigt, darauf konzentrieren bzw. fokussieren möchte. Und ich denke, dann werde ich das als nächstes lesen. Und mich irritiert dieser Punkt hier unten die ganze Zeit. Das ist ein Stich. Ich weiß nicht, ich habe momentan so viele Stiche. Ich habe keine Ahnung, wo die herkommen. Ich weiß es nicht. Ja, ich bin auch schon so angezogen in meinem Sportoutfit, weil ich nämlich gleich Sport machen gehe. Wir haben jetzt 8:45, 8:20. Dann mache ich Sport, dann gehe ich duschen und dann werde ich ein bisschen hier was machen, was gemacht werden muss. Das ist so der aktuelle Stand und sonst habe ich, glaube ich, gar nicht so viel zu berichten. Ja, deswegen melde ich mich dann einfach, wenn es was Neues zu erzählen gibt.
Hallo ihr Lieben, ich versuche, dass das Bild nicht ganz so extrem wackelt, aber ich glaube, das gelingt mir leider nicht ganz so gut. Ich bin gerade im Wald unterwegs, wie ihr sehen könnt, und ich habe meinen Kamerarucksack auf, da könnt ihr das Stativ sehen. Ich hatte nämlich so spontane Fotoideen, so selbstporträtmäßig, und ja, da wollte ich ein bisschen was ausprobieren, und das habe ich eben gemacht. Und jetzt darf ich zurück nach Hause. Ich habe den Vorteil, ich wohne hier so 5 Minuten vom Wald entfernt. Deswegen ist es ganz praktisch. Ich habe da noch gleich hinten dran einen kleinen Mini-Spazier, es war eher ein Umweg, einfach rangehängt. Wir haben jetzt 20 vor 5 in etwa. Wir müssen jetzt langsam beeilen, dass ich nach Hause komme, aber ich habe es auch nicht mehr weit. Ja, weil es dann nämlich dunkel wird. Ich wollte mal fragen, liebt ihr den Herbst auch so sehr wie ich? Also ich mag den Herbst und den Frühling so mit am liebsten, aber ich glaube den Herbst am allerliebsten. Ja, könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich liebe das, wenn das, die Farben kommen nicht ansatzweise so rüber, wie sie wirklich sind in Wahrheit. Vielleicht blende ich euch hier mal das ein oder andere Bild ein, was ich heute gemacht habe. Dann könnt ihr sehen, wie die Farben eigentlich aussehen. Und ja, das wollte ich euch nur kurz mitteilen. Deswegen beende ich das Ganze jetzt hier wieder und melde mich dann gewohnt mit einem Leseupdate morgen oder so wieder. Hallo ihr Lieben, damit das ganze Weekly Reading noch einen Abschluss hat und ihr den aktuellen Lesestatus habt, so rum gehört das, drehe ich diesen kleinen Abschnitt hier nochmal und gebe euch ein kleines Update. Beim Hörbuch "Wenn du stirbst, zieht dein ganzes Leben an dir vorbei", sagen sie, von Lauren Oliver hat sich nichts getan, genauso wie bei Prinzessin Undercover von Connie Klin. Da hat sich auch nichts getan, aber ich lese bei True North schon, nee, du, wie heißt das? Du bist alles für immer, genau, das ist der dritte Teil der Vermont-Reihe und es kommt auch nächstes Jahr, ich meine am 31. Januar, ein 4. Band raus. Ja genau, auf jeden Fall True North, der 3. Band, dann lese ich aktuell, den werde ich heute mit Sicherheit auch fertig lesen, weil ich da echt nicht mehr viel zum Lesen habe. Ich bin auf Seite 129 von 416, steht hier, in meinem E-Book steht 319, keine Ahnung, was davon jetzt stimmt und warum das, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ist auch völlig egal. Auf jeden Fall auf Seite 179 bin ich aktuell. Ich konnte mich gestern von diesem Buch nicht losreißen. Deswegen habe ich so unglaublich viel gelesen und es gefällt mir unglaublich gut. Es gibt ein paar Punkte, die ich daran auszusetzen habe, aber insgesamt mag ich dieses Genre einfach unglaublich gerne. Serena Bowens Charaktere mag ich sehr gerne, auch wenn ich gerade beim männlichen Protagonisten ein paar Dinge auszusetzen habe, weil es nicht ganz logisch ist irgendwie. Oder für mich erscheint das in diesem Moment einfach nicht logisch. Vielleicht bekommt man das durch das Hintergrundwissen ein bisschen mehr mit und dann ist es logischer, aber im Moment ist es für mich noch nicht ganz so logisch. Ich weiß gar nicht, worum ich rede, deswegen macht das gar keinen Sinn, weiter darüber zu babbeln. Das werdet ihr alles im Lesemonat bzw. in der Rezension lesen können. Genau, das ist so gerade der aktuelle Stand und mehr habe ich auch gar nicht zu berichten. Hier hinten liegt noch mein Marmeladenbrötchen. Ich war nämlich eben beim Pferd. Wir haben jetzt 12:15. Genau, ich war beim Pferd. Davor habe ich auch nur ein kleines Brötchen gegessen. Und ja, jetzt gibt es noch mal ein zweites Frühstück oder Vormittagessen. Man weiß es nicht genau. Ein Snack. Genau, das werde ich jetzt essen. Dann werde ich das Weekly Reading schneiden, damit es online kommt am Montag. Endlich seht, haben wir schon mindestens Montag gehabt. Und deswegen möchte ich das Ganze jetzt einfach an dieser Stelle beenden, bevor es noch viel, viel länger wird. Und ich melde mich dann, beziehungsweise wir sehen uns dann einfach im nächsten Weekly Reading oder im Donnerstagsvideo. Und dann bis dann. Tschüss!